Tja, ihr habt's gesehen. Neues Intro, neues Format. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur ersten Folge des Necromancer Aufholer-Tagebuchs. Wir haben 5 unterschiedliche Necromancer auf verschiedenen Servern mit verschiedenem Budget in verschiedenen Gilden untergebracht und versuchen in diesem Format auf Langzeit gesehen in der Weltrangliste mitzumischen. Vielleicht ist die Weltspitze drin, vielleicht auch nur die Top 10, wer weiß. Aber das Ziel ist, dass wir immer mal wieder unsere 5 Kandidaten verfolgen werden, wie sie sich so im internationalen Geschäft machen. Das ist fein. Aber da würde ich mal sagen, zeige ich euch doch erstmal meine Kandidaten. Und damit muss ich mal eben schnell meine Zauberkräfte aktivieren. Passen Sie auf. Begrüßt mit mir Exory, Glaerda, Umex, Stahlkuchen und Iskrin. Alle 5 haben am Mittwoch gestartet, als der Necromancer rauskam, und jetzt haben wir genau eine Woche später und wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie sich alle so geschlagen haben, wo die Leute so stehen, und vielleicht haben wir ja schon jetzt Erfolge erzielen können. Das seht ihr jetzt. So, und da sind wir bei unserem ersten Spieler, der gute alte Exory, der nämlich auf Welt 57 angefangen hat, bei mir in meiner Gilde Dynamo Gießkanne. Ja, und dadurch kriegt er einen 50%igen Portalbonus durch die Gilde, 990 Ritterhallenpunkte, eine 8-köpfige Hydra und zu guter Letzt, das interessiert sehr viele Leute, sind aktuell beim Exory 9452 Pilze drin. Und das hier ist das Resultat von genau einer Woche. Der Exory ist hier auf 243 gekommen. Der Mann hat hier schöne Black Gems gesammelt, das ist klar, so muss es auch sein, und konnte dann relativ gut die 240 knacken. Und ja, die Stats sehen auch völlig solide aus. Er geht hier so entspannt in so ein 50-50 rein. Das ist natürlich auch eine ganz wilde Angelegenheit. Wir gehen jetzt aber nochmal ganz kurz in die Festung rein. Da sehen wir eine Festung 10, Akku baut auf 9. Das ist eigentlich total solide, und der Mann hat auch eine Ritterhalle 10 und damit ist er ganz entspannt unterwegs und vorbildlich auch das Gildenpad auf 600 gezogen. Das mögen Gildenleiter natürlich sehr. Ob Exory jetzt aber der beste Necromancer auf Welt 57 ist, das können wir mal eben schnell gucken. Da gehen wir rüber und die Antwort ist ganz klar, ja, ist er. Und mit einem ganz guten Abstand. Grüße auch an Rikai, das ist ein guter Mann. Also den weltinternen Erfolg hat Exory sich damit schon mal geholt in der ersten Woche. Und wenn er dran bleibt, dann ist das auch ziemlich solide. Unser lieber Glaerda spielt auf Server EU5 in der Gilde Heldenschmiede. Da haben wir den unterbringen können. Sehr, sehr, sehr cool. Man muss aber sagen, die Gilde ist nicht so fortgeschritten wie die anderen Gilden. Und damit hat Glaerda einen Portalbonus von 32%, 724 Ritterhallenpunkte, eine 4-köpfige Hydra. Und man muss sagen, Glaerda ist unser Kandidat mit dem kleinsten Budget. Aber genau das ist halt das Spannende, dass wir sehr viele Unterschiede zwischen unseren Helden haben. Und damit liegt sein Mushrooms-Paid bei 6451. Stabil. Und da haben wir unseren lieben Glaerda, der auf Level 219 gekommen ist in 7 Tagen. Hat natürlich auch Black Gems. Und das ist schon eine krasse Nummer, denn die Gilde von Glaerda ist noch nicht so krass ausgebaut, was RH15 angeht. Also er hat keine volle Chance auf Black Gems. Und auch eben habt ihr gesehen, ne, der Portalbonus ist natürlich auch noch nicht so weit wie bei anderen Gilden. Das ist klar. Aber dennoch, finde ich, hat Glaerda hier einen super Job gemacht. Deadpunkte tendieren halt ein wenig in Intelligenz. Das ist auch völlig fein. Noch ein kleiner Blick in die Festung zeigt, wir haben hier auch eine Festung 10, ja, baut gerade auf 11. Wir haben einen Akku 10, das ist super, und die Exory halt noch keine Unterwelt, aber das kommt natürlich auch mit der Zeit. RH ist 10 und Gildenpad ist auf 600, also ziemlich vorbildlich, da kann man überhaupt nicht meckern. Das ist ein guter Junge, ja, das ist ein guter Junge. Der gute Glaerda hat ein wenig Konkurrenz auf der Welt und ist auf EU5 auf Platz 5. Also Top 5 ist drin in der Heldenschmiede. Ey, ganz ehrlich, da kann man absolut nicht meckern. Unsere Wing-Gilde auf W53 hat einen neuen Necromancer, und zwar den guten Umex. Der Umex hat 50% Portalbonus, 965 Ritterhallenpunkte, eine 8-köpfige Hydra und einen Mushrooms-Paid von 7452. Nice. Welt 53 mit dem guten Schmumann. Und wir sehen jetzt, was der gute Umex hier so erledigt hat. Denn der Mann ist auf 250 gekommen. Schöne Black Gems. Also wie gesagt, auch hier läuft es sehr rund. Beim guten Umex ist es so, der Mann geht ein wenig mehr auf Intelligenz. Also ihr seht, das ist schon eine kleine Differenz. Aber völlig im Rahmen, völlig solide. Da kannst du nicht sagen. Und mit seiner E-Gitarre auch ein waschechter Rockstar.
wir gehen jetzt nochmal in die Festung rein. Da sehen wir eine Festung 10. Arbeiterquartier baut auf 8. Aber was viel wichtiger ist, der Mann hat halt einfach schon eine Mine 10. Und damit kann Umex auch in die Unterwelt, wo gerade ganz entspannt hier das Herz baut und auch der Seelenextraktor. Tja, und jetzt die Frage, wie sieht es denn jetzt auf der Welt 53 aus? Ist der gute Umex hier der Beste oder ist das nicht? Das werden wir jetzt mal so feststellen. Und deshalb... Umex ist auf Platz 1, dicht gefolgt von Raidboss Nunu. Ne? Grüße auch nochmal an den Raidboss, der ist auch im Heimathafen platziert. Grüße auch an Athenia, spielt bei mir auf W59. Ist schon geil, wie viele Leute man kennt. Und Joisio, Alter, Grüße auch an dich. Aber ja, wie gesagt, GG Umex auf Platz 1, der Necromancer auf Welt 53. Das lobe ich mir. Und jetzt wird's ein bisschen gestört. Wir haben den Stahlkuchen, der auf EU5 im Heimathafen spielt, mit einem Portalbonus von 47%, 830 Ritterhallenpunkte, eine fünfköpfige Hydra und jetzt kommt der Mushroom Spade, 16.451. Damit kann man arbeiten. Und siehe da, es verschlägt uns mal wieder auf EU5, dieses Mal mit dem guten Stahlkuchen, der in meiner Gilde Heimathafen untergekommen ist. Ja, und was soll man sagen? 274 ist natürlich eine verrückte Zahl, hat natürlich alles voller Black Gems, so wie es ist. Zweimal die 10k geknackt. Allein was wir hier schon sehen, bedeutet ja, dass wir jetzt in die Festung gucken müssen und das tun wir auch. Da sehen wir eine Festung 11. Mit Ausbau auf Festung 12. Wir haben Akku 10, Schatzkammer 8, Akademie 10. Also wirklich auch crazy im Skip-Game drin. Unterwelt, Herz der Finsternis 9, ja, Extraktor 8. Jetzt geht's hier so weiter. Die ganzen Gebäude sind irgendwie ein wenig ausgebaut. Bloody ist schon am Start, also da geht viel. Was hat der Mann denn hier für eine Ritterhalle und zwar eine 7. Ja, also da ist er der schlechteste von allen. Aber das wird noch. Gildenpad auf 400. Mehr braucht er aktuell auch nicht. Das ist völlig solide. Und jetzt müssen wir halt noch gucken, ob Stahlkuchen der Beste auf dem Server ist. Und das ist er aktuell nicht. Denn der gute Lukai X hat sich einfach gedacht, hey, ich lösche meinen alten Account, der ein ziemlich hohes Level hatte und hat dann nochmal Necromancer auf demselben Server erstellt und halt voll durchgeballert. Der Mann hat ein Level mehr als Stahlkuchen, aber dennoch ist die Leistung nicht zu schmälern. Und das Geile ist, wir haben weltintern noch ein ziemlich großes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden. Und was ich halt auch so geil finde, wir haben 5 Necromancer auf einer Welt, die Bock haben, da richtig durchzuziehen, ja, die alle hier 200 geknackt haben. Das wird also für Stahlkuchen und Laerda nicht so ganz leicht. Und der letzte im Bunde, der liebe Isgrin, der spielt auf der deutschen Welt 2 bei der Gilde Die Fraggles. Da haben wir den untergebracht, den Mann. Und damit hat er einen 50%igen Portalbonus, 973 Ritterhallenpunkte, eine 12-köpfige Hydra. Und jetzt haltet euch fest, einen Mushroom Spade von 22.452 Pilzen. Tja, der letzte im Bunde, der gute Isgrin, auch bekannt als der stärkste Krieger von Welt 59. Ja, das muss man einfach sagen. 273, eine absolut stabile Zahl, da kannst du gar nicht meckern. Hat die 11k Intelligenz geknackt, 10k auf Ausdauer und natürlich auch Black Gems hier überall. Das ist natürlich ganz wichtig. 2181 Base Stats in Intelligenz und ein bisschen weniger Ausdauer. Das sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark aus. Wir gehen jetzt nochmal ganz schnell in die Festung, weil das ja auch immer alle interessiert. Wir haben eine Festung 11. Wir haben ein Akku, was jetzt auch auf 11 baut. Wir haben eine Edelsteinmine 10. Wir haben Schatzkammer 5 und Akademie 11. Und Edelsteinmine 10 bedeutet, natürlich ist die Unterwelt auch da. Unterwelt auf 9. Ja, wir haben hier den Seelenextraktor auf 8. Wir haben hier den Wächter auf 6. Tor zur Unterwelt 8. Folterkammer gebaut. Ne? Ihr seht, es ist schon wild was gebaut. Und Gladi auf 8. Das erklärt auch so ein bisschen das Level. Das ist schon sehr, sehr, sehr fett, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in die Gilde und schauen uns mal an, wie es so aussieht. 600er Gildenpad, ja, und RH11. Also die stärkste RH von den 5. Und am Ende bleibt natürlich die Frage, ist der gute Is der beste Necromancer auf S2? Und die Frage kann man ganz entspannt mit Ja beantworten. Is ist auf jeden Fall mit großem Abstand der Beste auf S2. Da gibt es, glaube ich, keine Konkurrenz. Der Mann hat das Ding einfach genailed. Wir haben halt immer noch das Ziel, dass der Is irgendwann mal in der Gilde ist, in der ich spiele. Ja, das ist die Nummer 2 Gilde auf dem Server. Das wäre halt eine super Sache, aber darauf arbeiten wir hin. Und wir haben ja noch ein bisschen mehr Folgen von diesem Format hier. Deshalb wird das bestimmt in Zukunft klappen. Jetzt habe ich die Jungs aber noch gefragt, was sie eigentlich vom Necromancer halten.
Einheiten und von einer Skala von 1 bis 10 haben wir hier eine dicke 10 von 10. Alle sind sich einig, die Kämpfe sind super cool zu gucken, die Animationen sind geil, die Klasse ist gut balanced und generell wollte man immer eine Intelligenzklasse haben, die halt so beschwörermäßig ist. Und das ist natürlich unser Necromancer, aka der Hexenmeister von Shakes and Fidget. Der einzige Kritikpunkt ist halt so ein bisschen die Randomness und wenn man Pech hat, kann dann halt ein Kampf relativ schnell sehr in die Hose gehen. Aber all in all ein gutes Ding und jetzt gucken wir nochmal, wie das so auf der Weltrangliste aussieht. Ja, endlich die Weltrangliste. Naja, wenn man sich diese Liste hier anguckt, dann sieht man halt schon, dass der erste hier auf 305 ist, dass der gute Vex, Grüße gehen raus, und halt gefolgt von Namen, die man absolut kennt. Also Jurik Jorikson ist auch eine kleine Shakes-Legende, würde ich mal sagen. Dann haben wir Waldemar Meister, der Mann spielt halt auch in drei Gilden von mir und ist halt auch so ein begeisterter Aufholerspieler. Wie gesagt, Luca X, Stahlkuchen, Krollo. Und da haben wir dann auch schon den Is auf Platz 8. Und das heißt für uns, dass wir in der Weltrangliste Platz 6 mit Stahlkuchen belegen können und Platz 8 mit Is. Und das, finde ich, ist eine geile Leistung für die erste Woche. Klar, es ist Early Game, da wird noch viel passieren, aber allein, dass ich für dieses Video sagen konnte, wir sind schon in der Top 10, finde ich absolut geil. Wir gehen mal weiter runter, dann haben wir Namen wie Universe, den kennt wahrscheinlich auch jeder. Naja, und dann ist da schon Umex, ne? Top 20, also auf dem 17. Platz. Da kannst du auch nicht sagen. Das ist absolut geil. Und da, dicht gefolgt, immer noch in der Top 20, der gute Exery. Jetzt müssen wir noch den Gleiader suchen, aber vorher nochmal Grüße an Deraphin, kennt man auch. Blauer Fasan, Grüße auch nochmal. Das sind Leute, die ich halt einfach kenne. Kleiner Gosha spielt auch bei mir in Gilden. Das ist unglaublich. Man sieht so viele Leute. Han Rizzle ist auch dabei. Und da ist er, Gleiader, ne, auf Platz 44. Also lässt sich sagen, 5 Necromancer in der Top 50. So, meine lieben Freunde, das war die erste Folge vom Necromancer Aufholer-Tagebuch. Ihr habt nochmal hier so die ganzen Platzierungen stehen. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch, wenn es dann wieder heißt, ein neues Video erscheint. Lasst, wie gesagt, gerne mal ein Like da oder auch mal ein Abo. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Und dann sage ich mal, ciao Kakao, ne?